Servus! Servus! Wie geht's? Nach 2 Jahren ist immer ein bisschen so ein Gefühl so spezieller. Du denkst viel. Was hast du gemacht mit Bayern? Was hast du gekannt? Was hast du gewonnen? Und immer schön, wenn du kommst hier zurück, gibt viele Emotionen. David, Jérôme, Manu, Javi, Serge, kannst du Französisch? Nein, es ist immer schöne Kontakt, auch mit vielen Leuten. Auch sie arbeiten noch bei Bayern, au Lyonnais, Karl Rummenigge. Viele Trainer beim Fitness, auch diese Physio. Ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil du weißt, immer wenn du bist fertig mit deinem Club, ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, danach hast du immer eine gute Relation, einen guten Kontakt. Ich bin sehr glücklich für David, für Thomas, weil nach 10 Titel ist schon viel. Das ist schön für beide, weil sie hat viel gemacht, auch für David. Jetzt, okay, sie spielt nicht mehr für Bayern, aber David ist eine Legende für Bayern, für sein ganzes Leben. Und Thomas, ich freue mich für ihn, weil Thomas ist zu Hause. Und er hat sehr gut gemacht, auch für viele Jahre, war immer Top-Niveau. Und ja. Ich habe 9 und sie hat 2. Ich bin ja mehr als mich, aber ich bin sehr, sehr glücklich für beide. Ich bin gekommen 2 Tage vorher. Nach 5 Monaten habe ich nicht gesehen, meine Familie. War eine Zeit sehr schwierig, aber jetzt freue ich mich. Ich bin wieder zu Hause mit meiner Familie, mit meinem Kind. Und ich bin zu Hause, das ist super. Ich stehe gerne weiter mit Florenz. Mir gefällt sehr viel in Florenz auch. Diese Stadt, die Leute, die Fans, diese Sprache auch, mir gefällt viel. Aber für 2 Jahre war es super, war eine schöne Erfahrung. Ich hoffe, dass es geht, noch vielleicht 1 Jahr, 2 Jahre, um meine Position. Ich möchte weiter mit Florenz. Du weißt, du kennst meine Mentalität. Ich liebe arbeiten, wenn ich bin auf dem Platz, ich mache Spaß. Genieße auch. Und ja, jetzt fühle ich mich sehr gut, noch fit. Und das ist, ja, das ist gut. Ich glaube, das ist ein gutes Spiel. 2 große Mannschaften, es gibt viele große Spieler. Und du weißt, es ist immer ein bisschen speziell, das Spiel. Es gibt viel Druck, viel nicht nervös, aber ein Spiel so sehr wichtig. Für beide. Ich habe viele Freunde, die spielen beim Deutschland. Ich bin schon lange hier in Deutschland. Mein Herz hat etwas für Deutschland, aber ich bin Französisch und das ist mein Land. Und ja, ich hoffe, dass es ein schönes Spiel für ganze Leute. Wenn sie Frankreich gewinnen, ich bin glücklich. Wenn Deutschland gewinnt, ich bin auch glücklich. Frankreich hat viele gute Spieler. Ich glaube, Frankreich vielleicht ist besser als Deutschland. Weil sie spielen nach vorne, sehr, sehr schnell nach vorne. Viele Spieler gute Qualität. Aber Deutschland hat auch gutes Potenzial, Taktik, gute Organisation. Und sie hat auch viele Spieler auch, für gewinnen nach dem Spiel. Auch Portugal ist eine gute Mannschaft. Aber ich glaube, pour Deutschland und Frankreich, für mich, besser als Portugal. Viele Französer, die spielen beim Bayern, jetzt ist es mit National. Sie können reden auf Deutsch, auf dem Platz. Aber du weißt, auf dem Moment, du spielst für dein Land und du vergessen alles, du willst nur gewinnen. Aber sie hat immer, das ist die Spieler, wir haben immer einen Respekt. Und, aber gut, weil. Dieses Spiel ist beim Allianz Arena. Das ist immer auch schön für die Spieler, die spielen bei Bayern. Ciao.
Ciao.